Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem, ja, mittlerweile 128. Video hier bei YouTube, Freunde. Ja, und der Wilhelm wollte sich mal wieder ein bisschen neu ausprobieren, Freunde. Ihr erkennt das wahrscheinlich schon am Hintergrund. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich so eine Art Hörspiel mache. Dann hat mir ein Abonnent in die Kommentare geschrieben. Der meinte, Wilhelm, was hältst du denn davon, mal ein Hörbuch zu machen, beziehungsweise Hörspiel? Und ja, dann ich euch so quasi so ein paar Kurzgeschichten hier vorlese, Freunde. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Und wenn euch das gefällt, Freunde, dann lasst mir doch ein Däumchen da oben da. Dann bin ich mal gespannt. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los, Freunde. So, Freunde, und als erstes habe ich heute als Premiere, kann man ja sagen, Ein netter Kerl heißt die Geschichte von Gabriele Wohmann. Ja, da würde ich sagen, Freunde, lehnt euch zurück und lauscht ein bisschen dem Wilhelm zu. Ich hab ja so wahnsinnig gelacht, rief Nanni in einer Atempause. Genau wie du den beschrieben hast. Also entsetzlich, furchtbar fett für sein Alter, sagt die Mutter. Der soll vielleicht mal ein bisschen auf Diät essen. Übrigens, Rita, weißt du, ob der noch ganz gesund ist? Rita setzte sich gerade hin und hielt sich mit den Händen am Sitz fest. Sie sagte, ach, ich glaub schon, dass der ganz gesund ist. Genau wie du das erzählt hast. Weich wie ein Molch. Wie Schlamm, rief Nanni. Und auch die Hand so weich. Aber er hat dann doch auch wieder was Liebes, sagt Milene. Doch. Rita, ich finde, er hat was Liebes, wirklich. Naja, sagt die Mutter, beschämt fing auch sie wieder an zu lachen. Recht lieb, aber doch grässlich komisch. Du hast nicht zu viel versprochen, Rita, wahrhaftig nicht. Jetzt lachte auch sie laut heraus. Ja, auch hinten im Nacken, da hat er so Wammen, wie ein alter Mann, rief Nanni. Er ist ja so fett, so weich. Sie schnaubte aus der kurzen Nase. Ihr kleines Gesicht sah verquollen aus vom Lachen. Rita hielt sich am Sitz fest, sie drückte die Fingerkuppen fest ans Holz. Er hat sowas in sich Ruhendes, sagt Milene. Also ich finde ihn ja schon ganz nett, wirklich, komischerweise. Nanni stieß einen winzigen Schrei aus und warf die Hände auf den Tisch, die Messer und Gabeln auf den Teller klirrten. Also ich auch, wirklich, ich finde ihn auch nett, rief sie. Könnt ihn mir immer ansehen und mich ekeln. Der Vater kam zurück, schloss die Esszimmertür, brachte kühle, nasse Luft mit rein. Er war ja so ängstlich, dass er seine letzte Bahn noch kriegt, sagt er. Sowas von ängstlich. Er lebte mit seiner Mutter zusammen, sagte Rita. Sie platzten alle heraus, auch Milene. Das Holz unter Ritas Fingerkuppen wurde klebrig. Sie sagte, seine Mutter sei auch nicht ganz gesund, so viel ich weiß. Das Lachen schwoll an, türmte sich vor ihr auf, wartete und stürzte sich dann herab. Er spülte über sie weg und verbarg sie. Lang genug für einen kleinen, schwachen Frieden. Als Erste brachte die Mutter es fertig, sie wieder zu fassen. Nun aber Schluss, sagte sie. Ihre Stimme zitterte. Sie wischte mit einem Taschentuchklümpchen über die Augen und über die Lippen. Wir können ja endlich mal von was anderes reden. Ach, sagt Nanni. Sie seufzte und rieb sich den kleinen Bauch. Ach, ich bin erledigt, du liebe Zeit. Wann kommt die große fette Qualle denn wieder, sagt Rita. Wann denn? Sie warteten alle ab. Er kommt von jetzt an öfter, sagt Rita. Sie hielt den Kopf aufrecht. Ich habe mich mit ihm verlobt. Am Tisch bewegte sich keiner. Rita lachte versuchsweise und dann konnte sie es mit großer Anstrengung, lauter als die anderen, und sie rief, stellt euch das doch bloß mal vor, mit dem verlobt. Ist das nicht zum Lachen? Ja, sie saßen gesittet und ernst und bewegten vorsichtig Messer und Gabeln. Hey Nanni, bist du mir denn nicht dankbar? Mit der Qualle habe ich mich verlobt. Stell dir das doch mal vor. Das ist ein netter Kerl, sagt der Vater. Also höflich ist er. Das muss man ihm lassen. Ich könnte mir denken, sagt die Mutter ernst, dass der menschlich angenehm ist. Ich meine, als Hausgenosse oder so als Familienmitglied. Er hatte keinen üblen Eindruck auf mich gemacht, sagt der Vater. Rita sah sie alle behutsam dasitzen. Sie sah gezähmte Lippen. Die roten Flecken in die Gesichtern blieben noch eine Weile. Sie senkten die Köpfe und aßen den Nachtisch. Ja, Freunde, wenn euch die Geschichte gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben da und schreibt mir vor allem mal in die Kommentare, wie die Geschichte auf euch gewirkt hat. Was will Gabriele damit aussagen mit der Geschichte? Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich finde, das ist ein super Format, auch ein bisschen wieder was anderes, Freunde. Und ich würde das gerne fortsetzen. Wenn ihr da Lust zu habt, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne mal Kurzgeschichten reinschreiben, die ich vorlesen soll. Weil ich habe mich da ein bisschen schwer getan, jetzt mal was Anständiges zu finden. Und ich denke, das war für einen Auftakt, ist das ganz gut gewesen, Freunde. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns frisch und munter und gesund beim nächsten Video wieder, Freunde. Bis dahin, vergesst nie, zum Zocken ist man nie zu alt. Ja, und zum Vorlesen erst gar nicht. Euer Wilhelm.